Hallo und herzlich willkommen, Bertram Stern. Lieber Bertram, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um dich mit mir auszutauschen über die aktuelle Situation in Schule. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen und ich hoffe, dass es ein interessantes und konstruktives Gespräch wird. Es gibt ja viele Zuschauer, die jetzt und Zuschauerinnen, die jetzt dabei sind und die dich noch nicht so kennen. Deshalb möchte ich dich erstmal kurz vorstellen. Also du bist freischaffender Philosoph, du bist Autor, du hast viele Publikationen und Bücher veröffentlicht, darunter zum Beispiel Saat der Freiheit, Impulse für aufblühende Bildungslandschaften. Und dann hast du das Glück des Nichtstuns, Muße statt Pädagogik geschrieben und Schluss mit Schule, das Menschenrecht, sich frei zu bilden, um nur drei zu nennen. Du hast die Stiftung Frei sich bilden gegründet und worüber wir uns 2017 auch kennengelernt haben. Und du setzt dich ein für das Recht, sich frei zu bilden. Und du unterstützt Familien, deren Töchter und Söhne sagen, nein, ich will nicht mehr zur Schule gehen, die sie widersetzen. Und das bringt diese Familie ja in ein Dilemma, denn einerseits gibt es den Schulanwesenheitszwang und auf der anderen Seite darf man keine Gewalt ausüben. Und du bist Initiator des Spielfilms Karaba Leben ohne Schule, der 2019 rausgekommen ist. Also du setzt dich ein, für das Menschenrecht, frei sich zu bilden. Jetzt ist es ja ungefähr vor einem Jahr so gekommen, dass aus Angst vor dem Virus das sogenannte Homeschooling eingeführt wurde. Ist es denn so, dass man deiner Vorstellung von frei sich bilden durch das Homeschooling dann einen Schritt näher gekommen ist? Nein, überhaupt nicht. Und da muss ich sagen, bin ich ganz rabiat und ebenso radikal in meiner Ablehnung. Aus mehreren Gründen, die ich gerne erläutern möchte. Zunächst einmal rein sprachlich, Homeschooling, was in England Homeschooling bezeichnet wird, würde ich im Deutschen als häusliche Beschulung bezeichnen, um mal keine englische Vokabel unnötig zu gebrauchen. Häusliche Beschulung bedeutet also, dass eine Schule stattfindet, die aber jetzt nicht im Gebäude der Schule ist, ob es jetzt ein staatliches Gebäude oder ein privates, spielt gar keine Rolle. Und es bedeutet also, dass anstelle des staatlichen oder nicht staatlichen Schulgebäudes die Schule zu Hause stattfindet. Nun ist es ja so, dass in Deutschland, in anderen Ländern auch, aber in Deutschland ganz besonders, Artikel 7 des Grundgesetzes ganz explizit sagt, das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Grundgesetz Artikel 7, Satz 1. Und selbstverständlich schließt das auch die häusliche Beschulung mit ein. Das heißt, diejenigen, die gehofft haben, sie würden aus dem Schulanwesenheitszwang heraustreten können, indem sie sich der häuslichen Beschulung widmen, haben sich vertan. Sie bleiben selbstverständlich unter der Aufsicht des Staates. Also bin ich nicht für häusliche Beschulung. Da gibt es aber noch einen anderen Anlass, warum ich dagegen bin, und den würde ich natürlich auch gerne erläutern. Im staatlichen Schulsektor gibt es ja Menschen, die angeblich ausgebildet wurden und eine Lizenz haben, in der Schule zu unterrichten. Ich lege Wert auf das Wort unterrichten, weil es ja wirklich nach unten richten geht, aber das nur am Rande bemerkt. Wer ist denn das zu Hause? Unter den heutigen Bedingungen, ist es ja meistens so, dass also eine Mutter oder ein Vater damit konfrontiert sein wird, plötzlich schulische Aufgaben zu übernehmen. Und das ist nicht allen Müttern und Vätern möglich, ihnen auch nicht immer zumutbar. Und es ist vor allem für den betroffenen jungen Menschen nicht immer angenehm. Das heißt, statt dass es wenigstens ein paar Stunden am Tag weg ist aus der Familie, ist dieses Mädchen, ist diese Junge nun die ganze Zeit, mehr oder weniger die ganze Zeit zu Hause. Und die Mutter und der Vater und oder der Vater, die oder der bis jetzt eher
sage ich mal, familiäre Aufgaben übernehmen musste, ist jetzt gezwungen, auch noch schulpädagogische Aufgaben zu übernehmen, was nicht nur eine Überforderung darstellen kann, sondern in vielen Fällen völlig daneben ist. Das heißt also, hier wird der Druck, der zu Hause ausgeübt wird, noch verschärft. Deshalb kann ich nur sagen, absolut kein Freund von häuslicher Beschulung. Im Gegenteil, wenn ich nicht für die häusliche Beschulung bin und natürlich nicht für die Schule, dann muss es einen dritten Weg geben. Und diesen dritten Weg, über den wir uns sicherlich unterhalten werden, ist der des kompetenten Subjekts, des Menschen also, der von seiner Natur her ein begabtes Wesen ist, das frei sich bilden möchte und infolgedessen dem nur die Möglichkeit, die Gelegenheit und die Kompetenz gelassen wird, sich diesem angeborenen Trieb, frei sich zu bilden, tatsächlich sich ihm hinzugeben und ihn dabei tatsächlich zu begleiten und zu unterstützen. Das ist aber was völlig anderes als all das, was mit Beschulung gemeint ist. Also dein Ansatz ist ja, wir tragen alles in uns, wir sind Wesen, die sich entfalten wollen, die das entsprechende Umfeld brauchen, um sich das zu holen, um das Natürliche ja zu entfalten. Und wir werden aber zu einem, wir nehmen die Rolle eines Objekts dann ein und geben damit unser Subjektsein, also das, was eigentlich natürlich aus uns herauskommen möchte, das geben wir auf. Die Vorstellung, die wir heutzutage haben von Kindheit, ist eine Vorstellung, die menschheitsgeschichtlich betrachtet so alt nicht ist, sagen wir mal 500 Jahre. Die Erschaffung des Kindes und einer Kindheit, also ein Reservat am Rande der Gesellschaft, am Rande des normalen Lebens, in eines Reservats, also in das diese Menschen, nur weil sie jung sind, hineingepfercht werden sollen oder müssen. Ich bezeichne das als Zwangsbeglückung. Und dieses Wohlmeinen ist selbstverständlich ein Prozess, den ich nicht anders bezeichnen kann, denn mit dem Ausdruck Gewalt. Denn kein Mensch ist von Natur ein Kind, kein Mensch ist von Natur aus ein Zögling. Das heißt, und das ist jetzt eine böse Bemerkung, die nicht von mir ist, aber trotzdem sehr gut, die Schule hat zwei Väter, und zwar zwei ungute Väter, die Kirche und das Militär. Und von beiden Vätern hat diese Institution die schlechten Eigenschaften geerbt. Nun gab es in der Geschichte Deutschlands 1949 einen wesentlichen Punkt, nämlich am 23. Mai die Verkündung des Grundgesetzes. Und dieses provisorische Grundgesetz hat ja in den Mittelpunkt gerückt, den Menschen als Subjekt. Seine Würde ist, wie Artikel 1, Satz 1 des Grundgesetzes besagt, seine Würde ist unantastbar. Und das ist ein kolossaler Bruch aus gewissen Gründen, denn es gab ja die Vorgeschichte, es gab vor allem den Nationalsozialismus mit seinen pädagogischen wahnwitzigen oder wahnhaften Vorstellungen und Ideologien. Es gab also 1949 von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes die klare Absicht, den Menschen in seinen Potenzialen, in seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt zu rücken und für alle Ewigkeiten abzurücken von der wahnhaften Vorstellung des Menschen, der zum Objekt gemacht würde. Und das ist die Grundvoraussetzung, von der ich ausgehe. Ja, dann lass es mal aus der Geschichte wieder zurückkommen zu den jungen Menschen heute. Ja, die sozialen Kontakte der jungen Menschen sind ja sehr stark eingeschränkt worden, wodurch eben auch gerade die Kontakte zu den gleichaltrigen Freunden in der Klasse eben auch. Warum ist das so besonders kritisch? Wie siehst du das? Das sind zwei Punkte, die, glaube ich, hier angeführt werden sollten. Der erste Punkt ist, dass für mich es eine fast Verballhornung des Begriffes soziale Kontakte ist in Bezug auf Schule, weil die Schule die sozialen Kontakte
letztlich reduziert oder verändert oder verfremdet auf ein ewiges auf einen ewigen Konkurrenzkampf. Ich will nicht leugnen, dass es neben diesem Kampf tatsächlich soziale Kontakte gegeben haben mag, aber sie waren auf jeden Fall sehr künstlich. Denn wenn wir nicht verschulte und nicht zivilisierte Kulturen betrachten, werden wir feststellen, dass die Menschen nicht den Drang haben, sich mit Gleichaltrigen zusammenzutun, sondern ganz im Gegenteil. Und das ist der zweite Punkt. Die Zwangsgemeinschaft der Klasse kann nicht förderlich sein für soziale Kontakte. Ich sage einfach mal apodiktisch, obwohl das etwas hart klingt, kein Mensch würde von sich aus nur zu, ich sag mal, 29 anderen Gleichaltrigen Kontakte hegen wollen und sonst nicht. Das ist idiotisch, das ist blödsinnig, das ist unmenschlich, das ist widernatürlich. Deshalb ist also die Tatsache, dass Menschen sagen, ohne Schule hätten sie keine sozialen Kontakte, eine Heuchelei. Was natürlich zutrifft, ist, dass wenn junge Menschen zu Hause eingesperrt sind, sie da noch weniger soziale Kontakte haben. Das will ich gerne akzeptieren. Aber das erlaubt noch nicht den Rückschluss und den Umkehrschluss, dass sie deshalb in die Schule müssen, um soziale Kontakte zu haben. Für mich eine große Heuchelei, um gar nichts. Denn wenn es um soziale Kontakte geht, werden die Menschen diese sozialen Kontakte sicherlich nicht in der Schule finden und nicht in der Schule hegen, sondern gerade unter anderen Bedingungen. Und da müssen wir uns die Frage stellen, gelingt es uns tatsächlich, für soziale Kontakte zu sorgen? Denn sie sind elementar. Der Ausbruch aus einer negativen Situation ist nicht die Antwort auf die negative Situation, sondern muss sein die Wiedereinsetzung der natürlich angeborenen Fähigkeiten und Kompetenzen der Menschen. Denn jeder junge Mensch, der auf die Welt kommt, ist von Natur aus offen, sozial, neugierig, wissbegierig, hat also das natürliche Bedürfnis, frei sich zu bilden. Ja, das sieht man ja gerade in den ersten 3 Jahren vom Geborenwerden bis 3 Jahre alt sein, was da alleine schon sich entfaltet, was für eine Wahnsinnsgröße da schon sich entwickelt. Und danach, wenn dann Kindergarten kommt und so weiter, dann wird es ja wieder gehemmt. Und die meisten kommen jetzt ja auch schon vorher in Kitas. Aber ja, das ist richtig, mit einer kleinen Einschränkung. Aber das ist jetzt nur mal meine Bosheit, die ich jetzt zum Ausdruck bringen möchte. Die Vorstellung, dass es irgendwann mal, ob im dritten Jahr vorher oder nachher, den Kindergarten geben könnte, hat schon Auswirkungen auf die Beziehung zwischen dem jungen Menschen, also dem 2- oder 3-Jährigen, und der Erwachsenenwelt. Dass ich einfach davon ausgehe, meine Tochter, mein Sohn soll dann im Kindergarten oder in der Schule dies und jenes tun und dafür sind die zuständig und ich nicht und so weiter. Die Vorbereitung auf den Kindergarten hat ja sozusagen, ist eine Art von vorauseilendem Gehorsam. Aber dieser vorauseilende Gehorsam beginnt ja schon viel früher, nämlich in der Schwangerschaft. Ich wollte nochmal sagen, also es beginnt bei der Schwangerschaft, die Mutter und natürlich indirekt den Säugling zum Objekt macht und geht über die Geburt, dann über zu den ersten Jahren hin zum Kindergarten und dann ist alles logisch, der ganze Weg geht dann weiter vom Kindergarten über die Schule und dann die sogenannte Hochschule und den Beruf und es endet wo? Ja, im Seniorenheim, im Altenheim und da wirst du aufs Alteneisen gesetzt, also auf ein neues Reservat, in dem du bitte glücklich sein sollst darüber, was man dir alles gibt und du bitte das Maul halten sollst, weil du bist eh alt und verbraucht und bitte, du sollst dem System nicht mehr zur Last fallen. Entschuldigung, wenn ich so böse bin, aber ich wollte damit nur sozusagen einen autobahnmäßigen Weg darstellen, um zu zeigen, dass es hier eine Absicht gibt.
zwar anonym, ich kann jetzt nicht sagen, die Frau X oder der Herr Y ist schuld, aber eine ideologische Absicht. Und die ist katastrophal. Und jetzt kommt aber das Positive, diese Absicht, diese ideologische Bahn ist an ihr Ende gekommen. Wir können einfach nichts mehr erobern. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt hier sind und dass wir jetzt hier weiterleben möchten. Und das geht ausgeschlossen unter den Vorzeichen, die wir jetzt haben. Und das ist jetzt meine Position. Wir erkennen den Wahn dahinter. Wir erkennen auch die Profitinteressen, die dahinter sind und sagen, hallo mal, ich mache da nicht mehr mit. Nein, ich mache da nicht mehr mit. Und dann besinne ich mich auf das Eigentliche, das noch in uns ist, denn noch ist es genetisch vorhanden, nämlich dieses Potenzial zum Leben, zum Lebendigen, zum Würdigen, zum Menschsein. Jetzt ist für mich der Punkt gekommen, wo ich Mütter und Väter daran erinnere, dass es um ihren geliebten Nachwuchs geht, um ihre geliebten Töchter und ihre geliebten Söhne. Und dass sozusagen der Spaß vorbei sein müsste, wo es um genmanipulierende Gewalt geht. Aber ich wende mich jetzt ganz konkret an Mütter und an Väter, für die es klar ist, dass das so absolut nicht geht. Wir sollten also vorher anfangen, bei der Stärkung des Organismus, bei der Unterstützung des Menschen in seiner natürlichen Fähigkeit, sich beispielsweise tatsächlich zur Wehr zu setzen. Und ich muss sagen, das ist eine völlig andere Sichtweise, sondern ich rede davon, dass wir unseren liebenden Nachwuchs tatsächlich begleiten müssen, und zwar bestmöglich. Wir haben die Situation, dass wir unser Leben neu gestalten müssen. Und jetzt ist die Frage, erwarte ich jetzt, dass ein politisches System es mir sagt, Schluss mit der Arbeit, und dann wird es eine neue, ich sag mal, ökototalitäre Herrschaft geben müssen, die uns die Arbeit limitiert? Oder werde ich selbst initiativ, weil ich gesund bin und du auch und weil wir die schönste Zeit unseres Lebens, nämlich die zwischen der Geburt und dem Tod, gemeinsam erleben und erfahren möchten? Und diesen Wandel, der lässt sich nicht rezeptartig schaffen, der lässt sich aber erschaffen. Und jeder Mensch ist sein eigenes Subjekt, um diesen Wandel zu führen und einzuleiten. Das heißt also, um nochmal auf die Frage von vorhin zurückzukommen, ja, in der jetzigen Arbeitssituation scheint wohl die Entscheidung für oder gegen Schule noch schwierig. Da aber die jetzige Situation eine Sackgasse ist, besteht die Hoffnung, dass die jetzige Situation unserer Töchter und Söhne auch für uns eine Chance ist, auszubrechen aus einer Mühle, die ewig malt und auch uns zu malen, zu zermalen droht, damit wir endlich ein neues Fundament finden für unsere Daseinsgestaltung, für unsere Lebensform. Also wir sind der Wandel, jeder Einzelne von uns, und es bieten sich tolle Chancen. Ja, und wir sind diese Chance und wir sind mit dieser Chance geboren. Es ist nur eine Frage der Wahrnehmung und der Wahrgebung, wie ich sage, der Wahrnehmung, wie ich mich selbst verstehe, wie ich mich sehe und wie ich auch mein Leben betrachte. Ich kann nur wiederholen von vorhin, ob ich mich als Objekt betrachte, als Marionette, als Spielzeug, als Sache, als Ding, als Rädchen, als Mini-Rädchen in einem Riesengetriebe oder ob ich im Gegenteil mich als potentes Subjekt verstehe und sehe und dieses auch entsprechend leben möchte. Dieses ist wirklich eine Frage der eigenen Wahrnehmung. Und da muss ich gestehen, bei dieser Wahrnehmung, ja, es ist manchmal schmerzhaft, dieses einzusehen, denn diese Traumatisierungen können eine solche Bremse, ein solches Hindernis sein, dass manche Menschen sich vor dem Schmerz fürchten. Sie werden also diese traumatischen Bedingungen neu erschaffen müssen, um ja nicht dahinter zu gucken. Die große Möglichkeit, die ich erfahre, immer mehr Menschen,
die ohnehin erkannt haben, dass es so nicht weitergeht und die für sich auch erkannt haben, dass sie ihre erlebten Traumatisierungen nicht an ihren Nachwuchs weitergeben möchten, also daraus ausbrechen wollen. Und das ist, glaube ich, eine gute Botschaft und darauf können wir aufbauen. Ja, sehr schön. Danke. Ja, ich sehe das auch so. Das ist unsere Aufgabe, dass wir diese Traumata integrieren, um sie nicht wieder der nächsten Generation weiterzugeben. Und dabei unterstützt werden von unserem Nachwuchs, von unseren geliebten Töchtern und Söhnen, die womöglich noch nicht dermaßen traumatisch sind und die uns unentwegt zeigen können, wo es Grenzen gibt, die sie nicht überschritten haben wollen und die wir infolgedessen respektieren sollen und die uns auch unentwegt zeigen, wo welche Kompetenzen in ihnen sind, die wir respektieren und die wir tatsächlich unterstützen sollten, von denen wir nicht geahnt hätten, dass es die gibt in ihnen, aber auch in uns. Das heißt, das nenne ich eine Spiegelung. Und ich freue mich natürlich, wenn diese Menschen uns ihre Lebendigkeit spiegeln oder uns die Möglichkeit geben, uns in unserer Lebendigkeit neu zu spiegeln, neu zu sehen, neu einzulassen. Das heißt, statt sie zu traktieren und zu drangsalieren, könnten wir sie einfach respektieren. Das bedeutet nicht laissez-faire, ja? Nicht, dass wir uns da missverstehen. Ich rede hier nicht von einer laissez-faire Erziehung, in der der andere wurscht ist. Darum geht es mir überhaupt nicht. Ja, sehr schön. Vielen Dank für deine Begeisterung, mit der du über dieses Thema sprichst. Ja. Danke, dass du deine Perspektive mit den Zuschauerinnen und Zuschauern teilst und ihnen neue Impulse gibst, sie inspirierst. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich darauf. Vielen Dank an alle, die zugehört und bis hierher zugeguckt haben. Und ja, mal gucken, wie wir weiterkommen. Jedenfalls, ich bin ganz sicher, dass das wackelige Gebäude der Schule in eher zusammenbricht, als was wir uns vorstellen können. Und ich bin ganz davon überzeugt, dass ein paar entschlossene Menschen, die frei sich bilden, dazu beitragen werden, dieses Gebäude nicht nur zum Einsturz zu bringen, sondern neue Landschaften zu schaffen. Und da, in diesem Optimismus möchte ich mich eben nochmals herzlich bedanken und jeden ermutigen und ermuntern, da tatsächlich lebendig zu sein und lebendig zu bleiben. Danke.